Nein, Vertrag gilt, ab dem ich den zurückschicke und ich muss den jetzt kriegen. Also ich habe das erstmal alles geklärt und jetzt setzen die einen Vertrag auf. Der kommt aber nicht aus Deutschland, sondern wird hier von der Hauptzentrale Schieß mich tot geschickt. Na, Moment. Und dann muss ich den unterschreiben und zurückschicken. Und gut ist. Obwohl, lass gut sein, wir brauchen nicht noch mehr Unterstützer. Du kannst aber jetzt Marschall werden. Immerhin bist jetzt Teil meiner Familie und du hast keine Ehefrau. Dann such dir mal eben eine. Nicht, dass du anfängst, Frauen zu vergewaltigen hier in meinen Ländereien. Sowas will ich nicht sehen. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Ich muss ja sagen, effektiv sind meine Truppen sehr stark. Zu euren Diensten. Toll, was habt ihr denn für einen Schrott angestellt mit meinen, mit meiner ehemaligen Stadt? So, du dahin, du hierhin. Jetzt überlege ich, eine Runde in der Stadt oder zwei Runden an der Grenze? Setz den eine Runde in die Stadt. Ja, meine Finanzen sind schlecht. Aber ich spare wieder ein bisschen ein. Hier unten haben wir ja auch alles stabilisiert. Dann spare ich hier auch die paar Truppen noch ein. Mann. Mir tut der Rücken weh. Ich bin alt. Aber ich habe heute trainiert nach der Arbeit. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich bin echt heimgekommen und habe dann erstmal trainiert und dann habe ich was bestellt bei Pizza. Mann. Ich wollte nicht mehr, ich weiß, aber ich habe auch immer noch keine EC-Karte neu und ich habe auch nichts zu essen zu Hause. Immer habe ich vorher was für den Rücken getan. Auch wenn ich meine komischen Rückenübungen nicht mehr gefunden habe. Die mir mal irgendwann mal so ein Arzt aufgeschrieben hat und gesagt hat, das wird dein Leben verlängern. Und so gab er mir vom Heiligen Berg hinab diese Schriftzeichen, die mir dann zeigen sollten, wie ich mein Leben verlängern kann. Leider habe ich sie dann irgendwo in die Wohnung gelegt und nicht mehr wiedergefunden. Aber er wollte mir auf jeden Fall nur Gutes. Guck mal. General Conwulf. Aber ist kein Feind. Ach Moment, bevor wir jetzt hier anfangen, Kapellen zu bauen. Kann der lieber langsam mal anfangen, hier die verbesserte Rüstung dran zu machen, was bringt einiges. So, bam, 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 bam. Zu euren Diensten. Norbert hat eine neue Fähigkeit bekommen. Das finden wir gut.
Integrität plus 5 in geteiltem oder kontrollierten Gewässer. Ach so, Flotte. Ne, gegen Korruption gehst du mal vor. Wer trinkt hier puren Alkohol? So, jetzt habe ich die Provinzen, die ich jetzt geerbt habe von meinem Bruder, langsam die Kontrolle verloren. Also insgesamt habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Die sind zum Beispiel angepisst, weil die krank sind und eigentlich sonst wegen nichts. Oh. War ich jetzt wirklich durch, dass ich die fränkische Kavallerie ausbilden kann? Anscheinend, ne? Da. Paladin-Wachen ersetzen Wachen. Skola-Ritter ersetzen Skola-Kavallerie. Unterhaltskosten minus 10% für alle Einheiten. Imperium plus 35. Brauche ich nur für die letzte Stufe 81 Runden. Beziehungsweise bis ich da ankomme. Ne, 91 Runden brauche ich für diesen gesamten Strang. Läuft. Wir hungern nach einer Schlacht. So, Rüstung noch für die Kavallerie. Hier, die Sachen kannst du noch lernen. Ich erwarte eure Befehle. Ach, jetzt steht der Karl davor. Egal. Beweg dich einfach rüber. Ei. Moment, genau, nimm mal zwei weg. Ich habe gerade gesehen, wir könnten hier eigentlich große Onager bauen. Kommandant. Ich erwarte eure Befehle. Schneller, ihr Verfluchten! Ja, die Ordnung ist nicht zu halten, bla bla bla. Schon wieder ein Provinzhalter. Da macht er in Kroatien. Ja. Jetzt will Karl den angreifen, aber ich lehne den Angriff ab, weshalb er sich zurückziehen muss. Dann kann ich die Stadt nächste Runde einnehmen. Ich hätte mich natürlich auch beteiligen können, meine Truppen einfach irgendwo stehen lassen und dann hätte er den Kampf alleine führen dürfen. Und hat seine Armee verheizt. Hm, das wäre sogar besser gewesen. Neuer Papst gewählt. Ich habe jetzt schon zwei Papst überlebt. Wurde von Gott an seine Seite gerufen und ein erfolgreiches Kapitel der Kirchengeschichte endet. Es erfolgte die umgehende Wahl eines neuen Papstes. Dieser Mann hat die Möglichkeit, das ganze Christentum zu lenken. Nur wenige Menschen sind wichtiger und mächtiger als er. Alle christlichen Anführer sollen den neuen Papst, wenn nötig, unterstützen, zum Wohle ihrer Königreiche. So, seine Missgunst will ich natürlich nicht haben.
Bam, 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 bam. Zu euren Diensten. Ach, verdammt, er ist doch eingenommen. Wir hungern nach einer Schlacht. Ihr da, an die Arbeit. Macht es euch ruhig bequem, Männer. Egal, soll er da erstmal stehen bleiben? Ich denke, der wird jetzt nicht weit weglaufen. Zu euren Diensten. Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm. Dum dum dum. Wir hungern nach einer Schlacht. So, verbarrikadier dich. Generell sollten wir Paris echt schnell einnehmen können, wenn wir gleich starten. Will ich das? Will ich Krieg? Tut mir leid, Karlmann. Da ist der Anfang vom Ende. Irgendwie sieht das jetzt nach viel mehr Armeen aus. Auf jeden Fall mehr als gerade. Juhu! Eine adlige Geburt, endlich mal. Ich bin ein Held Gottes. Ich glaube, er wird mich ganz schön anfoppen, wenn ich jetzt Krieg erkläre. Mach doch ruhig den Handelsposten hin. So, das militärische Bündnis wurde gebrochen. Wir hungern nach einer Schlacht. Bereit zum Kampf. Oh ja, seine Truppen hier unten weggezogen. Zu euren Diensten. Aber wenn wir Lyon belagern, wir haben keine Belagerungsgeräte dabei. Zu euren Diensten. Ach scheiße, die haben da unten noch Massalie. Die Penner. Sagt uns eure Bedingungen und tut es schnell. Es gibt noch andere Dinge zu tun. Ihr dürft euch freikaufen, weil ich euch übersehen habe. Ich erwarte eure Befehle. So. Ich will keinen Beistand erbitten von niemandem. Es herrscht also Krieg. Wir werden lachen, wenn wir eure Hälse aufschlitzen wie die angeketteter Ziegen. So, mag sein, dass das Herzogtum Spoleto jetzt gegen mich ist. Lustigerweise hat das Fürstentum Kroatien Krieg gegen mich erklärt. Was total Banane ist und genau deshalb hasse ich KNT-Königreiche. Die Siedlung wird belagert! Weil jetzt habe ich diese Pümmel komplett im Osten von mir, keine einzige Truppe da. Die jetzt seit Ewigkeiten KNT-Königreich von mir waren.
Wir hungern nach einer Schlacht. Und werd nur gefoppt von denen, ey. Kotzt die Wand an. Zu euren Diensten. In den Nizza steht jetzt einfach mal eine volle Armee da unten. Wie lautet euer nächster Befehl? Nee, das ist keine Armee, das ist eine Flotte, oder? Ja, ist halt jetzt einfach so. Karl, erstmal alles gut. Das ist doch nicht so viele Armeen, die dich ärgern können, wie gedacht. Ja, Kroatien hat natürlich einen Haufen Armeen. Die werden auch gleich nächste Runde bestimmt mit der Belagerung sofort anfangen. Sagt uns eure Bedingungen und tut es schnell. Es gibt noch andere Dinge zu tun. Fick dich. Mehr kann ich dazu nicht sagen, einfach. Einfach fick dich. Entschuldigung. So, ich muss einen schnellen Krieg führen. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. An die Arbeit, Männer. Und so schnell wie möglich dem seine Ländereien einnehmen und dem seine Armeen auslöschen. Wir hungern nach einer so. Hauptstadt. Ehemalige Hauptstadt von ihm ist unser. Geil ist auch hier über seine Hauptstadt. Und krieg erstmal einen Malus. Und verdiene auch weniger. Plus 6. Die Reiter können wir noch aufrüsten. Hm, da ist eine kleine Armee von Kaiman, aber vielleicht können wir Turus trotzdem einnehmen. War das alles? Seid ihr bereit zu dienen? Ja, komm doch. Ich glaube nicht, dass du viele Ländereien von mir einnehmen kannst. Ja. Da kommen die Kroaten-Arschlöcher. Da kann ich vielleicht die Dummheit der KI auslöschen. Ausnutzen. Obwohl drei Onager. Eigentlich können die sich nicht dumm genug einstellen. Die schießen sich ja direkt durch das Tor. So, da ist ein Eroberungspunkt. Bogenschützen! Ja, ist meine Lieblingskarte, weil man hier an der Seite keine Truppen stellen kann. Unsere Feinde haben Verstärkung bekommen. Bitte was? Toll. Ein Durchbruch. Die Mauern sind durchbrochen.
Der Turm liegt in Schutt. Die Chancen stehen gegen uns. Wir sind in der Unterzahl. Das sieht nur so aus. Wollt ihr nicht langsam mal angreifen? Ah, da kommen sie. Zieh doch einfach mal zurück. Der Feind hat die Tore eingenommen. Weil wir machen ja ein bisschen Schaden mit den Türmen. Der Feind will seine Niederlage nicht zugeben. Ihre Einheit hat sich gesammelt. Guck mal, hervorragend Angriff gegen Kavallerie. Aber jede Kavallerie, die ich sehe, auf Distanz, ist stärker als ich. Lauf, General. Warum laufen die schneller als du? Die Tore sind gefallen. Der Feind stößt vor. Weiter, 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 weiter. Guck mal, eine Onaga-Truppe von dem wankt schon. Wir haben einen Siegpunkt verloren. Hm, da kommt noch eine zweite Armee. Hab keine Angst, Reiter. Greift einfach diese Onaga-Truppe da rechts an. Bewegt euch! Ihr faules Pack! Kavallerie, vorrücken! Für den Erlöser! Reitet los! Die Männer verlieren ihre Entschlossenheit. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. Hätte sie schlimmer treffen können. Zum Beispiel, dass meine Kavallerie immer wieder stehen bleibt. Guerillakrieg! Unser Fort fällt jeden Moment! Und wieder weg. Oder auch nicht. Die Männer haben die Jetzt hat er nur noch Flammenzauber Stufe 8 geholfen. Vor allem, die erobern die Scheiße nicht mal, die plündern die nur. Und es sind ja auch nur 5 Armeen.
Ja, jetzt kommen die mit ihrer Flotte da angetuckert. Der greift mir natürlich auch noch an.